Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, Vögel sind eher die Ausnahmetiere in der Arche Noah. Doch ab und zu kommen auch sie zu ihrem Schutz ins Tierheim. Heute stellen wir ein Grünköpfchen vor. Diese possierlichen Vögel gehören zu den kleinen Papageien. Man nennt sie die Unzertrennlichen, weil sie immer paarweise leben. Grünköpfchen werden in Deutschland gezüchtet, sodass Tierheimleiterin Katrin Mattes vermutet, der neue Bewohner der Arche Noah könnte von solch einer Zucht entflogen sein. Der noch junge Vogel hat einen Ring und wurde in Apfelstädt gefunden. Irgendwo in der Nähe des Fundortes sehnt sich der zweite sicher nach seinem Partner. Deshalb soll auf diesem Weg der Besitzer sein Grünköpfchen erkennen und schnell die Unzertrennlichen wieder vereinen. Weiterhin stellen wir ein Kätzchen vor. Es wurde im Juli 2020 mit mehreren Geschwistern zur Arche Noah gebracht. Wahrscheinlich waren die Katzenbabys im Juni geboren. Sie mussten im Tierheim erst aufgepäppelt werden. Inzwischen sind alle Geschwister vermittelt und unser kleines Katzenmädchen möchte nicht länger alleine sein. Es ist eine ganz niedliche, verschmuste Mieze, die unbedingt Anschluss und liebe Menschen braucht. Die Vorderbeinchen haben eine leichte Fehlstellung nach außen. Ihr Gang erinnert sofort an Charlie Chaplin. Also eine kleine Besonderheit, die das Miezchen noch süßer daherkommen lässt. Vielleicht eignet sich das Samtpfötchen auch gut für eine reine Stubenhaltung, meint Katrin Mattes. Aber an Freigang kann sie mit Sicherheit gewöhnt werden. Auf jeden Fall sucht sie ständig nach Menschen, die sie umschmusen kann und nach Händen, die sie streicheln.